Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute ist das Coole, wir machen einen Pfefferrostbraten vom Smoker und wie lecker das wird, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, das ist eine ziemlich coole Nummer und für eine ziemlich coole Nummer brauchen wir ein paar ziemlich coole Zutaten. In dem Fall habe ich jetzt hier von der Schwarzwälder bestellt, ein Roastbeef, in dem Fall Prime Beef, und du siehst schön hier, ja, die Marmorierung sieht eher aus wie ein Granit, wie ich immer sage, genauso muss es sein. Hat noch die Sehne drauf, die trimmen wir gleich runter. Zum Würzen habe ich meinen Oldschool Griller Pepper Steak. Das ist eigentlich eine Mischung, die man so für Pfeffersteaks nimmt, aber für so einen Pfefferrostbraten, für so einen großen, auch hervorragend funktioniert. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Unser Roastbeef liegt jetzt hier vor uns und ein schönes Stück. Was ich jetzt aber bei dem Rostbraten, wenn wir das als Komplettstück machen, ist, dass ich die Sehne hier runter mache. Dann ist das Fett hier erstmal schön zur Seite ziehen, dass wir sehen, wo die Sehne sitzt. Da schneide ich im Prinzip alles, was mir im Weg ist, weg. Ziehst du immer los hier. Du kannst auch gleich unten an der Sehne schneiden, aber ich persönlich habe lieber einen klaren Blick drauf und dann nehme ich das Fettstück hier schon mal runter. Und das ist auf jeden Fall vergeben, das hebe ich nämlich auf und lege das schon mal zur Seite, weil das gibt unserem Braten nachher einen Glanz. Ich dachte schon, du schmierst dir halt auf die Spanne. Na, das wäre was, wa? Ja. So, und dann lege ich einfach praktisch hier mit dem Messer runter und nehme das Stück für Stück, also steche ich mal hier ein und schneide praktisch hier gegen die Sehne so ein bisschen nach vorne vor und mache das immer so streifenweise, dass ich da das Fleisch entferne. Arbeite mich ein Stück weit vor. Wenn ein bisschen Fleisch an der Sehne hängen bleibt, ist das schade. Aber lieber zu viel Fleisch wegschneiden, als Sehne dranhängen haben, weil die wird nachher zäh und oll und die wollen wir ja nicht haben. Also nochmal hier runterstechen. Wisst ihr? Hier runterstechen. Und dann hier nach vorne immer wegschnitzen. Und nach hinten. Und so arbeiten wir uns über das ganze Stück rüber. So, dann haben wir den Fettdeckel runter und was sehr, sehr geil ist, ihr Lieben, ist hier an der Seite, siehst du manchmal so ein Stück dran, das ist die Kette. Die wird beim ordentlich parierten Roastbeef vom Metzger meistens abgemacht. Leider, weil ich persönlich mir die immer ganz gerne raustrenne. Also nimmst du einfach so, ziehst du hier schon mal rüber und setzt hier unten bloß einen ganz leichten Schnitt. Und dann hast du die Kette ab, also wir packen das Roastbeef und wir haben hier die Kette. Und die Kette ist so, wenn du auf das Essen wartest und willst ein bisschen was naschen zwischendurch. Das ist ein richtig geiles Steakstück. Also auf jeden Fall wegschmeißen, sondern das kurz direkt anbraten. Lohnt sich nicht für ein richtiges Essen, aber so als clean Snack ist das immer geil. So, dann ist jetzt easy, hier nehme ich praktisch meinen Rapp und verteile den hier drauf. Auch da viel hilft viel, also muss man jetzt nicht ganz sparsam mit sein. Umdrehen die andere Seite genauso. Wenn ihr den Rapp nicht habt, dann könnt ihr euch den kaufen oder nachmischen. Link dazu findest ihr unter dem Video. Kofen ist natürlich eine super Sache, der Support ist kein Mord, wisst ihr, wie das läuft. So, Ecken aufditschen. So, dann haben wir im Prinzip schon fast grillfertig, weil was ich jetzt immer mache, ist, dass ich diese abgelösten Fettstreifen, jetzt haben wir hier den Fettstreifen, der die große Sehne nicht mehr drauf hat, aber ein bisschen was dran hat. Die hat nur so eine leichte Silberhaut. Die Silberhaut mag ich nach oben und das Fett nach unten. Hier so ein kleiner Schnipsel Fett und legt die jetzt praktisch hier auf das Roastbeef, ein bisschen schmaler auf, so. Das war jetzt den Vorteil haben, wir haben jetzt außen kann der Rauch wirken und gleichzeitig haben wir so eine kleine Fettschicht, die ganze Zeit rüberläuft und unser Roastbeef saftig hält. Und damit ist das Ding im Prinzip schon grillfertig. Dann setzen wir den hier einfach auf den Rost. Grill, den Smoker habe ich jetzt vorher heizt auf 140 Grad. Das ist perfekt für die Aktion und was wir jetzt noch machen ist, ich verjästet immer. Da gerne auf Sicht fliege, aber der Ding hat ja zwei Kerntemperaturfühler dran. Da stecke ich ihn von rechts und ihn von hier vorne hin. So, dann haben wir so einen schönen Mittelwert aus zwei Daten und streben jetzt eine Kerntemperatur an von so ungefähr 56 Grad. Das dauert bei dem Gerät jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde. Was verwendest du jetzt für Pellets? Das sind jetzt die Smoke Blend Pellets. Aber guck mal, sind nicht mehr viele drin. Deshalb hole ich gleich nochmal eine Packung und kippe nochmal welche nach. Also ja, nicht lange fackeln. Immer ein bisschen was drin haben. Aber ich habe immer lieber das Ding randvoll und richtig was drin, bevor er mir unten leer läuft und
Ja, und dann ist irgendwie doof. Dann braucht immer ein paar Minuten, bis die Schnecke wieder arbeitet. Dann hast du wieder Zeit verloren. Deshalb habe immer Pellets drin. Dazu sind die Dinger auch da. Und wenn ich einen normalen Holzkohlesmoker habe, muss ich da irgendwas anderes beachten? Nö, da wirst du einfach befeuern, das Ding mit kleinen Indianerfeuer, so wie ich das in den Videos immer zeige, so um die 140, 150 Grad drin haben und dann ist das perfekt für das Roastbeef. Hast du einen Tipp, welches Holz dann? Buche, Erle, was da ist. Ja, ich wollte das eigentlich so für mich naschen, aber meine Frau sagt schon, Mensch, die fragen doch alle, wie man das grillt. Und das ist im Prinzip ganz easy. Nimmst hier hinten die Sehne, die hinten drauf ist, von der Kette ziehst du auch runter. Das ist ein bisschen Frickelarbeit, aber das lohnt sich wirklich. Aber dadurch, dass das Steak jetzt läuft, hat man ja in aller Regel Zeit. So, dann haben wir es grob befreit. Und du siehst schon, was hier für eine Marmorierung drin ist. Ne? Das lässt schon nur Jute da an. Wenn ich dann so ein Stück Roastbeef hier würzt habe, nehme ich die Kette einfach, mache den Rest hier auf dem Brett, ist einfach ein bisschen gewürzt dran. Das ist jetzt hier das Oldschool Griller Pfeffersteak, ne? Oder Peppersteak, Neudeutsch. So, immer kurz durchziehen, den anderen Grill aufheizen und die ganze Sache ganz kurz mal 2-3 Minuten ziehen lassen. Geh mal, und wenn der Smoker läuft, das sieht man hier mal wenig, grillen wir den hier einfach offen an. Einfach bei maximaler Hitze aufschmeißen. Genau, heizt richtig auf das Ding und dann rollst du den so ein bisschen in alle Richtungen über den Grill rüber. Hat ein bisschen was zu tun, weißt du? Ja. Und dann rolle ich den einfach nochmal tief entspannt in eine andere Richtung und dann sind wir relativ schnell am Ziel. Und gerade bei so kleinen Sachen, die du einfach mal so zwischendurch machst, das sind einfach die Stärken von einem Gasgrill. Also ich habe ja immer wieder die Diskussion, ja, nur Holzkohlegrillen ist ein wahre Grillen, aber das im Grunde ist Bullshit gelabert, das muss man mal ganz klar so sagen. Klar ist Holzkohlegrillen auch gut und Gas ist auch gut, aber bei so einer Aktion wie jetzt, ganz ehrlich, wer von euch wird jetzt einen einzelnen Kamin Briketts durchglühen, um so ein kleines Stück Fleisch zu machen, wenn er schon grillen will? Niemand. Das ist, weil der ja gar nicht realistisch ist. Aber so ein Gasgrill, den drehst du ratzfatz auf und grillst nicht, wozu du Lust hast. Und bin eigentlich beim Smoken heute, das Smoker-Video, ich komme trotzdem mal wieder gerne auf das Thema Gasgrillen, weil mir das so im Herzen liegt und kick dir das an. Das sieht dann mal grillen aus. Hätte ich das Stück jetzt auch theoretisch mit in den Smoker packen können? Na, das dauert zu lange. Dann hast du keine schönen Röster oben dran, weil die natürlich die Hitze fehlt. Aber bei 140 Grad kriegst du irgendwann die Röster auch mal, bis es soweit ist, ist das Fleisch drin, Mause tot. Und außerdem ist es schöner, hier dem Fleisch beim Brutzeln zuzukicken. Wa? Und siehst du, innerhalb von 5 Minuten ist das Stück fertig. Und du musst dich nicht ewig quälen, um auf das große Stück zu warten. Da hast du einen kleinen Snack. Wir probieren den mal. Und da schneide ich mir einfach so kleine Happen runter. Häppchen. Siehst du hier, geile Farbe, Saft kommt raus. Genau so muss das sein. So, und hier, das ist genau mein Stück. Also auf euch, rinne die hohle Birne. Wirklich Kette, Roastbeef runtertrennen, angrillen, ein bisschen würzen, mega. So, das war ziemlich lecker. Und einen Trick habe ich noch, weißt du, so die Parüren, die du hier hast, wenn du jetzt beim Grillen nicht gleich irgendwo was hast zum Wegtun, dann nimmst du einfach den Handschuh, so, also dass die Fliegen hier rankommen, nimmst du einfach den Handschuh, hältst es fest, ziehst den Handschuh aus, ziehst ihn mal rum und drehst es hier oben zusammen, kannst auch noch Knoten drin machen und schon hast du den Fliegen sicher aufbewahrt. Also manchmal ist ein Grilltag ja länger und kannst du zur Seite legen, ohne dass du nach so einen Schwarm rum irgendwie dran hast. Halbes Stündchen ist um und wir haben jetzt schon 37 Grad drin. Schönen Farbenschlag vom Rauch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und siehst du, dreiviertel Stunde ist rum und so sieht unser Freund aus. Ziehen wir die Thermometer raus. Dann befreien wir ihn von der fürchterlichen Hitze. Schön. Ich habe jetzt mal 10 Minuten die Freiheit genommen, den mal ein bisschen ruhen zu lassen. Und dann nehme ich jetzt diesen Fettdeckel runter, weil den haben wir schon schön abgetrümmt. Der nervt uns jetzt beim Essen überhaupt nicht mehr. Und ich würde sagen, das Beste, was wir jetzt mit dem Stück machen können, ist ein klassischer Mittelschnitt. Und den würde ich mal ansetzen. Und so sieht der Bursche von innen aus. Herrlich, oder? Was mir jetzt bleibt, ist hier noch eine schöne Tranche runterzuschneiden. So weit hier. Schön. Rosane Roastbeef. Schön mit Gewürz draußen dran. Und was soll's? Tropft wie ein Kiefer. Ich hab's nicht gemacht. Läuft richtig der Saft, also geil. Wahrscheinlich mit einem besseren Gabel besser zu essen, aber rinnen die hohle Birne, ein bisschen manche rein muss sein auf euch. Schön marmoriertes Primebeef mit ordentlich Pfeffer außen dran. Rauchnote und also, seht ihr mal diese Gerüchte, ah, wir brauchen Branding, nee,
Ein Brenny macht ein Essen nicht schlechter. Ach, guck mal, was wir hier haben. Das ist nämlich viel interessanter. Da haben wir so einen ganz leichten Rauchring dran. Und das ist das, was bei Rindfleisch, gerade so bei Prime, was die Magie ausmacht. Und saftig wie eine Orange. Super gut. Und wenn bei euch mal 2 Kilo Prime Beef irgendwo in die Nähe eures Muckers kommt, dann habe ich euch gezeigt, wie man das so auseinanderschneidet, dass es schön pariert ist, wie man da was zum Naschen dazu hat. Und natürlich so ein Prachtstück von, eher Braten schon fast als Steak, von eurem Smoker kommt. Und würde mich freuen, wenn ich euch das ein bisschen angestiftet habe. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn ich euch angestiftet habe, dazu vielleicht mal einen Daumen nach oben dazu lassen, einen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, Feines Grill Barbecue. Macht's gut. Ich muss jetzt essen. Geil. Oh. Mega. Ja.